Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen uns das neue Video von Julian Bam rein. Ban-Edits über mich, die zu weit gehen mit einem bösen Emoji. Ich bin sehr gespannt, was hier zu weit gehen wird. Wir haben eine neue Kamera. Wir sehen es gleich. Die Kamera ist gerade hier und wir haben noch nicht herausgefunden, wie man den Skin Smoothener ausstellt. Was ist da los, Alter? Wir sehen wie Kinder aus einfach. Aber wir sind jetzt gerade schon... Das ist mir beim Pool-Video auch schon leicht aufgefallen, dass da... Teilweise es schon die Gesichter irgendwie smooth aussahen. Was machen wir jetzt? Ich dachte mir... wie krass es aussieht, ne? Also wirklich, hier in dem Setting sieht man es nochmal heftiger. Och, ich will dir was Gutes tun. So, heute schauen wir uns mein Lieblingstopic an. Fan-Edits über mich, die du rausgesucht hast. Das ist dein Lieblingstopic. Ah, ein bisschen selbstverliebter Jew. Aber das war auch deine Idee, dass ich mir diese Videos anschauen soll. Genau, weil erstens dachte ich erst, ja, vielleicht geht's ihm dann ja besser, aber eigentlich dachte ich, du cringst, glaube ich, den Fall ab bei sowas. Ich cringe, ne? Ich finde das voll süß. Ja, die Videos sind auch immer wholesome. Die schießen zwar manchmal übers Ziel hinaus, aber trotzdem an sich sehr, sehr süß. Ja, also süß. Süß ist auch der kleine Bruder von Scheiße, weißt du? Hä? Nein. Hätte ich nicht gesagt. Das Video ist zu witzig. Ich bin sehr gespannt, was auf uns hier zukommt. Nächsten 24 Minuten. Ah, okay. aber die sind schon süß. Da ist schon der. Das die ist sind doch schon Support. Süß. Ja, klar, das ist voll toll eigentlich. Warum hört sich das so ironisch an bei Thomas? Alter. Aber es ist einem ja trotzdem unangenehm, oder? Wenn man das sieht, das ist doch unangenehm teilweise. Manche, aber es ist. Ja, so hier, so, oh. Ich, süßer Boy, Ju, Fan-Edit, keine Ahnung. Das ich mag das. Ja, okay, ich bin ja gespannt, welche du rausgesucht aber hast. Aber lass diesmal bitte einfach mal... Oh, die sind handfällig, die sind sogar von Thomas. Die sind nicht mal zufällig, sondern von Thomas ausgesucht. Mal gucken, was die Leute, weil das finde ich, glaube ich, ganz interessant, was die Leute unter den Fan-Edits schreiben. Okay, das ist cringe. Das will ich sehen. Ja, okay. Und lass uns auch mal dem einen oder anderen mal einen Kommentar geben. Ja, machen wir. Bin ich eingeloggt? Nein, Maxi ist eingeloggt. Maxi ist eingeloggt. Oh mein Gott, warum? Was ganz Schlimmes irgendwie machen. Guck mal, was er geliked hat zuletzt. Geht interessant. Sie wollten doch Fan-Edits schauen. Jetzt schauen Sie in Maxis Like-Historie rein. Also diese Videos werden euch dann erwarten in der nächsten TikTok-Reaction. Ey, lass mal ein paar Sachen liken. Nur deine TikToks. Alle deine TikToks liken mal durch. Ah ja, okay, das könnt ihr mal machen, ja. Okay, dann einmal durch. Alles mal durchliken hier. Boah. Geil, Mann. Geil, Likes. Free Likes, Alter. Free Likes. Braucht man auch manchmal, ne? Ja reicht dann, ja, ne? Ja. Okay, danke dir, Maxi. Wir loggen dich mal aus. Oh. Hä? Was denn jetzt passiert? Okay, das Bild ist ausgegangen. Restock. Wow. Ah. Die ganze Fragerei, ob die ganzen Tees auch mal wieder gerestockt werden, ist jetzt. Oh, dies ist alles so hässlich geworden, nein. Nicht nur Thomas ist ein Fan, auch ich bin ein Fan. Ein Fan von Eternal God. Eternal God, die Brand, die jetzt gerade die ganzen Tees restockt hat. Maul. Genau die. Den ganzen Tee-Restock findet ihr natürlich auf eternalgod.de. Ich will gar nicht so weit ausschweifen, denn ihr wollt natürlich das Video weitersehen. Ich wollte euch trotzdem nur das nicht vorenthalten. Aber für die Leute, die es vergessen haben, hier auf jeden Fall nochmal die Adresse. So, wir sind wieder back. Erste TikTok, A.E. Rezo. Das ist ja auch immer sehr geil, wie die heißen, ne? A.E. Rezo, After Effects Rezo, I really need him. I really need him. Okay, ja dann. Wenn das schon der Titel ist, dann erwartet uns ja nur Gutes. Thomas, Alter. Ich vergesse an der Stelle immer meinen Text. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe. Ich verstehe nicht, warum das der erste Satz war, der in diesem Fan-Edit war. Junge, ich vergesse immer meinen Text, was? Was du meinst, ich verstehe auch, was für Edits du jetzt meinst. So, müssen wir das Video drehen? Ja. Ne? Du hast es ja noch nicht mal zu Ende geguckt. Vielleicht kommt ja noch was. Ja, ist kein Plot-Twist. Wer weiß. Ja, ich brauch dich scheinbar. Was sagen wir ihr denn jetzt dazu? Bin ich der Einzige, der aufgefallen ist, dass sich seine Stimme irgendwie verändert hat? Meine Stimme klingt immer so, ja, Alter, was wollt ihr? Drew ist so handsome. Es ist voll unangenehm, das jetzt zu lesen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es unangenehm ist. Hm. Lesen die ganze Zeit so. Ich schreib ihr jetzt Danke. Stimmt. Stimmt. Stimmt, einfach so. Ja. Das ist richtig Narzissmus pur hier. Okay. Weiter geht's. Die Zahnfee! Ja, was ist das für eine englische Stimme? Die Zahnfee! Du meine... That's still me. I always come back.
finde ich cool, ja. Ja, das ist ein cooler Fan, das ist. Also Zahnfisch-Shipping, ne? Mit wem shippt, wird denn hier geschippt? Ja, sonst hätte man das ja anders inszeniert. Hä, nee, warum? Das ist ein ganz normal. Das ist einfach so. Hä, das ist aber so. Es gibt, also ich habe das jetzt schon ein bisschen beobachtet, ne? Es gibt so unterschiedliche Richtungen, die Fan-Edits ausschlagen. Manche ein bisschen so romantischer, manche ein bisschen mehr so. Ja, wie sagt man? Es ist einfach so würdigen, ne? Also das fand ich würdigen, zum Beispiel für die Zahnfee, für die Arbeit, die da reingeflossen ist und dass es einfach heftig ist. Aber es gibt schon welche, die auch ein bisschen unangenehm werden können für Ju, kann ich mir schon gut vorstellen. Freu dich doch, dass Leute so teilweise Marketing machen für uns. Das stimmt, das ist Marketing. Ja, das ist auch Marketing. Das ist Marketing. He's back after 4 years. Ja, die Zahnfee ist wieder back. Ach, guck mal hier. Bin ich die Einzige oder sieht sein Make-up an der Seite anders aus? Oh ja, da kann bisschen, ich... Die sind schon drin. Also richtig Adleraugen hier, ne? Das Make-up ist ja, geht ja hier bis zum Auge hoch und... Ah, stimmt. Ja Gott, gut. Doch, das ist schon anders auf jeden Fall. Damals war es halt nicht bis zum Auge hoch. Aber ich kann euch nochmal sagen, sobald ihr die Zahnfee nochmal sehen werdet, was ihr ja werdet in Hauptvideos, sonst hätten wir es ja nicht angeteased, das Make-up wird sich nochmal ein bisschen verändern. Aber ich muss auch sagen, dass die, so viel Zahnfee jetzt gerade, aber die Zahnfee wird auch nochmal ein bisschen anders klingen. Aber das haben wir schon gezeigt. Im Osterhasen-Video hat man das allererste Mal die neue Zahnfee sprechen hören. Ach, krass. Da hatte die Zahnfee nämlich 2 Stimmen. Stimmt. Hä? Ein paar Fallen wären nicht schlecht. Boah, sage ich das jetzt? Hä? Was? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. What? Fallen wäre nicht schlecht. Boah, sage ich das jetzt raus? Ich sag das jetzt einfach, wenn mein Bruder sagt, das ist blöd, und wenn John sagt, das ist blöd, und wenn Josh sagt, das ist blöd, dann wird jetzt quasi einfach stumm sein. Es wird 2 verschiedene Make-ups geben von der Zahnfee. 2? Das hat man bestimmt gehört. Das gehört in Lisa. Meine Mutter macht wieder Kung Fu in der Küche. Wie 2 verschiedene Make-ups. Fragst du jetzt gerade, weil ich es nicht weiß? Oder? Nee, ich weiß das echt nicht. Ja, du weißt es nicht, weil ich das so krass in Secret halte. Oder ist das wie bei Center Normal und Center 2.0? Ach so, ja, nee, dann gibt es 3 verschiedene. Was? Was? Alter, ich drop hier einfach. Okay, komm, mach weiter. What die wird einfach geleakt, Alter. Ich hab Bock. Also ich bin jetzt schon erst recht geil. Haare? Tattoo? Das ist aus dem Rap-Battle-Video, oder? Oder aus dem Produkte-Testen-Video, 1 von beiden. Bart? What if? Same hair, same beard, Tattoos? Okay, das fühle ich lustig. Das fühle ich, weil es stupid ist. Ja, ganz ehrlich. Es ist halt echt stupid. Mittlerweile würde ich sogar echt sagen, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, würde ich mir, glaube ich, kein einziges Tattoo machen. Echt? Ja. Bei der Netflix-Serie, die wir gedreht haben, muss ich ja 5 Stunden früher aufstehen, nur damit wir es abschminken können die ganze Zeit. Klar, für sowas ist das natürlich blöd, aber ich... Ja, da ist es schon stressig, aber ich finde schon, die Tattoos, die er hat, gehen trotzdem gut fit. Und das, was ich gesehen habe, sieht auch gut aus. Also es gibt... Tattoos, die fühle ich persönlich nicht so. Bei anderen Leuten, ich sage jetzt keine Namen und keine Tattoos, weil muss jeder selber wissen, worauf er Bock hat und worauf nicht. Aber die Tattoos von Ju gehen schon fit, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, du bist jetzt natürlich auch jemand, du brauchst ja keinen Job, du musst ja nirgendwo bewerben, weißt du? Ja, ist ganz ehrlich, selbst wenn er einen Job bräuchte oder er würde safe trotzdem was finden. Also ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr so ein krasses Thema, wenn man Tattoos hat, dass man schwieriger einen Job findet. Vielleicht in manchen Bereichen bestimmt. Aber so overall, finde, hat man trotzdem noch genug Auswahl. Ja, aber andere hätten da, glaube ich, eher ein Problem mit. Ja, schon, aber weil wir ja so viel Film machen, denke ich halt, und also ich ja auch teilweise in verschiedene Rollen schlüpfe, finde ich das halt ja, schon okay. Stimmt. Also schreiben die Leute? Nee, das ist safe Rezo. Nee, weiße Captain Jerky ist der Weihnachtsmann, der Julian Bam, Captain Jerky. Du weißt schon, das Video ironisch gemeint ist. I think it is Thomas mit einer Perücke. Strong, aber... Warum schreiben die Leute bei ihm in der Community eigentlich immer so ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch? Was ist da los? Ist das irgendwie ein Ding? Es sind 2 verschiedene Rollen auf jeden Fall. Die haben nichts miteinander zu tun. Meinst du? Ja, natürlich. Jetzt, du ich hab da was anderes gemacht. Hä? Nee, du spreadest jetzt einfach false facts. Die Leute glauben dir das jetzt. Nee, natürlich, das ist so. Die glauben das. Du willst das... Ist klar, dass du das jetzt nicht zugeben willst. Nein, hör auf, das zu sagen. Ich mach weiter. Ey, den habe ich auch gerade. Oh, Oma. Das erinnert mich immer an so Ami-Serien, die einfach so wholesome sind und wo das Intro. Also, ich habe immer so einen Vibe bei solchen Videos wie dem.
Schöner, stell dir vor, du hast diese Edits einfach gemacht. Du willst einfach meine Reaktion gerade sehen. Schockverliebt in Ju und das Edit. Oh, Herzchen. Er ist so ein Knuffel, ich kann nicht mal. Boah, wenn ihr wüsstet, Alter, wie ich stinke eigentlich. Ja, da ist nichts mit Knuffel zu tun. Ja, wir waren heute den ganzen Tag im Garten. Ich glaube gar nicht, wie seine Füße stinken. Boah, wie mein Arsch stinkt, Alter. Boah, Süßi. Zu viel Information, Alter. Du sag ich nicht nein. Okay, gut. Ey, ganz ehrlich, können wir das jetzt nicht einfach alles mal nutzen? Was dass das? Die mal so ein Edit von dir machen? Nee. Doch. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Doch. Das kommt, glaube ich, nicht so gefährlich. Also bei Ju schon besser. Doch. Und ich höre, ab und zu kommt so ein Bild von Mark Foster rein. Und die Leute checken das gar nicht. Hammer. Bitte machen. Er hat Ju zum Fettsein bewegt. Ey, by the way, ne? Also ich habe das jetzt die letzten Male gesehen und ich dachte mir, wie krass ist das eigentlich, dass man so ein Lobbyhost-Zeichen am PC machen kann. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen bei so irgendwelchen bei Usernames von Leuten auf TikTok und auf Instagram, glaube ich, auf generell auf den Plattformen halt. Das hat Ju ganz alleine machen. Er hat Ju zum Fettsein bewegt. Das hat Ju ganz alleine hinbekommen. Was war das denn? Was schreiben wir da? Was hier los? Ja, wir müssen mal hier schreiben. Ist ja kritisch. War das ein Vorwurf an Rezo oder an Thomas? Die Knarre ist echt. Ich finde, wir sollten auch noch Rezo verlinken. Ja, wir verlinken mal Rezo hier einfach nochmal. Und ich habe auch gar keinen Kontext dazu gerade. Der mit seinen Streams. Wann war denn das? Hast du zugenommen oder was? So, letztes Jahr. Juli, aber hochgeladen, ne? Kann ja auch alt sein, ne? Leaf J. Edits, I don't know. Me watching Julian in was? 2016. 2016? 2016. Boah, ich bin aber schon. Guck mal, sie guckt immer noch genauso. Ich find's auch interessant, dass die Fan-Edits ja auch englische Captions haben. Also, das ist schon wild. Oh. Me watching the final of Julian. Ah, okay. Es ist mit ein bisschen einer Sad-Note noch. Oh. Und damals war sie klein und jetzt ist sie groß. Mm. Ju, was macht das mit dir? Ja, das zeigt mir auf jeden Fall, dass das ist schon süß. Weil ich echt schon zu lange auf dieser Plattform unterwegs bin, ja. Das finde ich voll sweet. Ah, by the way, it's my birthday. Oh, happy birthday. Ich hatte heute Geburtstag. Okay, happy. Nee, das war am 18.10. Happy 2023. Birthday. So schreibt man das, ich weiß nicht. Ja, nachträglich. Ich kann nicht so gut schreiben mit links. When he is a 33-year-old Asian man named Julian. Ich bin nicht Asian. Ich bin nicht old. Ja, du bist schon ein bisschen Asian, ne? Also mehr als ich. Was ist er? Waishan oder Asian? Wie identifiziert sich Julian, bitte? Nicht das. Ich habe auch so ganz komische Phasen hinter mir. Hier sehe ich doch aus wie so ein Drogenjunkie. Was geht überhaupt ab? Das war aber auch eine schlimme Phase. Das war diese Stream-Phase, ne? Ja, das war die Stream-Phase. Ich schreibe mal hin. Ich sterbe, der wird in 8 Tagen 34. Dunkles Kapitel. Okay. Hier können wir ja im Schnitt einfach drehen. Was haben wir da? Julian. Was ist das für eine Musik? Die kommt mir übel bekannt vor, Mann. Und was ist die? Was kommt jetzt? The Past. Ey, was willst du eigentlich von mir die ganze Zeit? Was willst du? Wie du einfach nur probierst. Das gibt's sogar schon. Nein, ich skippe wieder zurück, weil ich will mir mal ganz kurz erklären, das Zimmer ist neben der alten ANUS, die wir damals gebaut haben. Ist das nicht in Köln? Nein. Ach, krass. Das ist in Aachen noch, ja. Oh, das ist, Junge, es ist so heftig, ne, wenn man da diese ganze Vergangenheitsära irgendwie so sieht, so von Ju, Longboard-Tour noch und andere, also wie lang das alles schon läuft, ne? Wie lange schon Ju auf dieser Plattform ist, wie viele unterschiedliche Entwicklungen er schon durchgemacht hat. Es ist gefühlt ein Fiebertraum, aber es ist irgendwie auch krass. Ohne heftige Nostalgie. Tour! Oh, alles hat sie mitgenommen. Krass. Der hat sich mal begleitet. Ja, ist ja gut, Thomas. Weil ich war damals schon eher so ein, ich weiß. Otto. Ich so ein Emo, habe ich das Gefühl. Also, nee, gar nicht, Alter. Also ich hätte das eher vielleicht ein bisschen mit Skater-Style verbunden oder so, aber nicht mit Emo. Weiß nicht, ich finde Emo ist jetzt auch nicht schlimm halt, ne, aber das gibt mir keine Emo-Vibes. War schon sehr Emo. Nee, bin ich tatsächlich nicht der Meinung. Ja, alle so rumgelaufen. Auch wieder an damals. Zu der Zeit, ihr hattet alle diese Frisuren. Ja, alle haben wieder. Ja, wobei, das ist schon ein bisschen mehr. Okay, bei dem Bild konnte ich es schon eher verstehen. Nachgemacht. Das war Singapur.
Das war aber das ist schon krasse Veränderung im Laufe der Jahre durchgemacht. Ganz komische Phase, diese Blondphase, die du da eben hattest, oder? Oh ja, da weiß ich nicht. Aber ich finde, das war eine richtig geile Phase in Köln. Diese ganzen Videos, die haben echt Bock gemacht. Oh, die Phase war auch schön, als wir dann... Das ist einfach so ein nostalgic Video. Ja, jetzt. Übel nostalgisch, also wirklich krass. Einfach dieses Jahr wird er 36. Junge. Er sieht so aus wie ein Baby, aber ich weiß nicht, ob es an dem Facebild da liegt von der Kamera oder... Ich meine, er sieht generell jung aus, muss man ihn wirklich lassen. Hier sind wir nach Aachen gezogen, boah, hier haben wir Weihnachtsbaum gebaut. Hey, hier habe ich sogar schon mitgemacht. Ja, das war damals auch sogar vom BAM-Shop hier, Perfectly Imperfect. Boah, aber diese Hey-Du-Zeit war echt auch, die war auch brutal. Warte mal, was ging da denn gerade ab? Was? Perfectly Imperfect. Boah, aber diese Hey-Du-Zeit... Ich war gerade so verwirrt. Ich dachte gerade, es wären drei Ju-Doubles, aber es ist einfach in unterschiedlichen Positionen halt zusammengeschnitten. Echt, auch die war auch brutal anstrengend. Wirklich, weil das war, hat ja gar keinen Sinn mehr gemacht und die Fragen waren immer nur noch dieselben. Aber wer es noch nicht gesehen hat, wir haben wieder ein neues Hey Ju gemacht. So. Ein bisschen anders? Ein bisschen anders, ja. Und spannend, nur so, du weißt. Ich habe ja nur zwei Hey Ju's mitgemacht und das war halt komplett hat gereicht. Hat ne? gereicht, ja. Dieses Video. Und das war die Streaming-Zeit wieder. Das war wieder das Video, ja. Ja, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, Katastrophe. Da war es gerade. Ja, er hat so unterschiedliche Äras durchgemacht. Ich muss sagen, ganz ehrlich, diese ganze Streaming-Ära von ihm oder ganze Streaming-Phase, die habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe ganz am Rande mitbekommen, dass er ein bisschen was gemacht hat, aber ich war da kaum drin. Und wenn ich Videos gesehen habe, war es hauptsächlich YouTube-Videos bei ihm. Ja. Und da eine gute Gene hat er auf jeden Fall. Also ich finde auch, zum einen das auf jeden Fall und zum anderen finde ich auch, dass generell auch Leute, die asiatische Wurzeln haben oder zumindest teils asiatische Wurzeln haben, auch generell einfach jünger ausschauen. Also es ist auch, weiß ich nicht, gefühlt altern die nicht so schnell oder es ist einfach nur Einbildung. Guck mal, sieht man direkt, wie happy ich immer bin, wenn ich am Pool oder im Garten bin und wie schön das Wasser aussieht. Oh. Das war aber auch noch die Phase, wo der Garten wirklich perfekt war. Ne? Oh, der war das perfekt. Aber der wird jetzt wieder perfekt, Freunde. Er wird wieder perfekt. Schon natürlich ein bisschen cringy, ne? Mit der Musik drüber und so weiter und so fort. Sehr wahrscheinlich müssen wir da jetzt eh überall andere Musik drüber packen, weil ihr ja eh immer ihr GEMA-Mucke nutzt und so. Aber so insgesamt. Das ist die konstruktive Kritik von Thomas benutzt. Royalty-Free-Music für eure Edits, damit er die einblenden kann. Auf der einen Seite natürlich ein bisschen cringy, auf der anderen Seite sehr schön, weil sie ist ja dein ganzes... Ja, aber dieser Cringe-Faktor macht es ja auch wieder wholesome und süß. Also das muss man auch ehrlich dazu anmerken. YouTube-Leben. Ja, schon, ne? Da kann man mal schreiben was. Eo, der weiß, Sarah hat da, hab ich voll Crush gehabt. Weine, weil ich es wieder von gesehen habe. Hab jedes Video gesehen. Juma, gönnt doch wenigstens sein. Bei der Liebe, die diesen Edit reingegangen ist, gönnt doch guten Kommentar, Mann. Okay, bei Jew with Glasses. Jew with Glasses, aha. Ah, oh. Boah, was keine gute Idee, gemacht? Den PC jetzt nach unten zu stellen. Bist du gegen den PC geknallt? Ja, oder? Mein Knie. Ich müsste das Video abbrechen. Au. Oh, okay, jetzt geht's wieder. Den finde ich hot mit... Was ist denn das? Hä? Was habe ich verpasst? Also ich kann mich ja gar nicht mal an diese Brille erinnern. Eine Brille, die kommt mir so bekannt. Ist das die von Thomas? Kann Thomas Brille. Das ist Teil die Brille manchmal. Ja, muss man sagen. Mach's für die Fans. Ja. Mach's für die Fans. Oh, guck mal. Du enjoyst das Video. Ich habe auch das Gefühl, Thomas enjoyed das Video mehr als Ju. Oh, wie hübsch ist Ju bitte. Ja, es reicht jetzt auch ja, langsam. Ich, auch grad, ich muss das Video langsam echt abbrechen. Ich ertrage das nicht mehr mit dir. Er sieht so gut aus mit ja, Brille. Ja, reicht es. Alles in Caps. Okay, das ist mal schön. Hier, Songs der Bohne. Mal im Mond. Welchen Tag? Aha. Ist da was dran? Lass mich das mal aus meiner Perspektive betrachten, der die neuen Skripte nicht kennt. Ihr habt euch von Stroppo getrennt und da sagte er ja noch, hier ist der Märchenwald, dies, das. Das heißt, dieses Glühwürmchen könnte ja ein Überrest sein aus dem Märchenwald. Vielleicht gibt es Überreste, dann ja. Gib ihr doch mal einen Junge, was? Alter, konnte ich das alles verpassen? Alter, hier sind die ganzen Hinweise, die ich alle übersehe anscheinend. Tipp. So. Ehrenlos, Alter. Hier hast du einen Tipp. Ich hab gesagt, ich brauch doch mal Geld. Dann sagte sie eiskalt zu mir, das geht nicht.
dachte, ich brauch doch mal Geld. Aber es ist halt echt krass, ne? Je nachdem, was für eine Klamotte reinkommt, shit, ist wieder verfügbar, direkt weg. Ja, das ist, ist krass. Ja, weil wir verkaufen immer nur 10 Stück von jedem Teil. Ja, aber es freut mich auf jeden Fall, dass das so gut ankommt. Und auch da dieses Jahr wieder super viel geplant. Was sage ich jetzt gerade bei jedem TikTok einfach so. Wovor jeder Ju-Fan Angst hat. Jeder Ju-Fan Angst hat? Warum schaut es so dramatisch aus, hier direkt mit diesem Bild hier irgendwie? Was ist es? Ich bin jetzt auch 30 und ja klar, ich will auch irgendwann heiraten und Kinder haben. Die Ängste werden ausgelöst. Danach habe ich doch selbst gesagt, das ist nur ein Joke. Das heißt also, sie kann dich dann nicht haben, wenn du verheiratet bist? Nein, Rezo kann mich nicht haben, also er heiratet eh Rezo. Ja, aber ich muss sagen, die Community auf TikTok ist nochmal echt anders, wa? Warum? Was denn da? Also die sind da viel mehr auf Edits und Love, Crush und so weiter, viel mehr. Ja, das habe ich auch mehr auf TikTok gesehen als auf YouTube oder so. Als jetzt auf Instagram zum Beispiel. Oder auf YouTube. Bei Instagram habe ich noch wenig gesehen, auf YouTube auch, aber auf TikTok schon einiges. YouTube. Ja, auf YouTube gibt es sowas nicht, oder? Nee, habe ich nicht das Gefühl, ja. Aber sollte man sich nicht eher freuen, wenn du heiratest und Kinder kriegst? Also ich würde... Also außer das Kind. Nee, die Ängste kicken dann einfach. Das sollte sich nicht freuen. Das Kind ist am Arsch, Alter. Das ist Timmy. Am Arsch. Das arme Kind. Oh, ja. Mir tut leid. Oh, der naturbezogene Ju hier. Ich bin überrascht, wie oft ich diesen Pulli trage. Von diesem, das war ja damals eine Werbung, da habe ich so viele Edits von gesehen. Ausgerechnet von dem Video. Ich habe eins geliked oder so, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit diese Werbung. Aber komischerweise das. Ich weiß nicht warum. Ja, Uhr ist cool. Hieß so BF. Kannst du schreiben? Ja, bin ich. Nein, okay, das hat Thomas geschrieben. Ja, wir haben einen Beweis hier, sowas schreibe ich nicht. Es ist Schuster, close. You bugging, them ass fat. You know I'm a huggy. Lows by the truck, fuck up the budget, cashing it in. Nah. Nah. Okay. Na? Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, er wird ja richtig gejudged, Alter. Das ist der Style. Ja, das war das auch ein dunkles Kapitel. Dunkles. Aber finde, Thomas sollte eher mal Edit bekommen. Nee, nee. Doch. Boah, aber Muskeln hat der auch, der Mann. Was hat der eigentlich nicht? Geile Brille, Mann. Geile Haare. Muskeln ohne Hände. Was für alles. Ey, oh Mann. Ey. Mann, ey. Ich bin richtig begeistert. Boah, und der eine hier direkt. Von wo sind die Klimmzug-Clips? Ganz ehrlich, kann ich alles... Die anderen Leute brauchen das Material für ihre eigenen Edits. Ich kann nicht alles nehmen, aber ich bin raus. Die Zeit ist vorbei. Ich war so gut, hätte ich da noch weiter trainiert, bis heute einfach Chris Harrier-Level gewesen. Nee, Freunde, das ist die Zeit. Boah, scheiße. That's our man. Properties I would sell my friends for. Number one. None. I would never trade my friends. They are amazing and I love them unconditionally. No celebrity could ever be compared to them and I want them to know that. Number two. Anzug auch, Alter. Boah, ey, ja, das war diese TikTok-Musik, ne? Ja, jeden Style am Start hier. In Aber hat der Reader? Reader hat doch genau solche Edits. Das ist doch Support. Das ist ja, doch ja, klar. Ich sag ja nichts. Ja, du machst dich ganz lustig. Doch. Hä? Ich freue mich doch. Nee, du machst dich. Nein, ich freue mich. Nein. Du bist böse. Nein. Guck mal, nee, mach ruhig weiter mit den Edits. Ich finde das gut. Oh. Yo. Wow, hä, warte mal, was? Wie krass ist das? Ja, überheftig dieser Edit. Oh. Wow, Junge. Ich hab kurz überlegt, ob das im Originalvideo so war. Never im Originalvideo, so ist richtig krass. Boah, ist das geil gemacht. Das war cool. Das hat mich gerade weggefetzt. Alter, das war ja krasser als das Video selber einfach. Ja, aber passiert? Guck dir den Namen an, Alter. Blauer Rezo-Schlumpf. Boah, direkt mal hier. Sich denn so? Direkt mal anzeigen. Das können wir irgendwie Feedback geben? Ja. Video cool, aber der Name stinkt. Wieso schneidest du... Ja, Thomas weiß schon, wie man hier Community-Arbeit macht. ...du nicht unsere Videos for free... Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Ein Tag. Ja, Lügen tut sie auch noch. Ja. Ihr habt gefragt, ob ich Julian Bam bearbeiten kann und eurer Bitte komme ich wie immer nach. Ach guck mal, eben hast du noch gesagt, Patrick, du willst keine Tattoos. Ich bearbeite Tattoos, entferne Tattoos, füge anderen Leuten Tattoos hinzu. Ey, guck mal, aber das könnte ich auch noch.
ist jetzt nicht das Krasseste. Also Patti Babo. Aber vielleicht wird es ja noch gut am Schluss. Ja. Aber guck mal, das ist 2021. Der Boah, ist schon ein paar Jahre alt, Junge. Der Patti Babo, der würde heutzutage das einfach rausmaskieren. Der sagt einfach, KI hier, mach die Tattoos weg. Mm. Wie du sehen willst, kannst du gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Und eine Besonderheit gibt es sogar auch noch bei mir. Und zwar keinen zweiten Part. Wir bekommen direkt gleich das Ergebnis und müssten... Ja, zeig doch! Ey, lass Patti Babo in Ruhe. Nein, gib das ein bisschen... Wenn die YouTuber Photoshop machen, da... Ja, aber wir sind ja hier auf TikTok, ich muss alles schnell gehen. Alter. Was sagt ihr? Julian Bam mit oder ohne Tattoo? Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Bro, es sieht ja irgendwie ein bisschen scuffy aus, so vor der ganzen Farbverläufen an der Brust. Und der Arm, weiß ich nicht, ist irgendwie auch... Sieht nicht natürlich aus. Und was sagst du? Trauerst du jetzt... Also ich meine, sieht halt scheiße aus, aber nee, ja, wie gesagt, nichts gegen jetzt hier Patti Babo. Aber, Patti Babo ist besser geworden. Der ist schon besser geworden. Bestimmt. War vielleicht die bessere Entscheidung, nicht ja. Nein, du Assi. Ja, ich bin über eure Meinung gespannt. Von wann ist das? Der zweite nervige 22. Part. Ja, Monte mit Babo. Oh, war doch auch schon ein besseres. Guck mal, siehst du? Ja, ja. Gut gemacht. Hm. Ich find's gut. Patti Babo, mach weiter. Ja. Oh Junge, auch heftiger Song. Boah, es war ein geiler Song, es war wirklich ein richtig geiler Song. Boah, hier dieser Jerky auf TikTok, ne? Ja. Das ist ja schon mal so eine ganz andere Sache, ne? Ja, hast du gesagt. Jerky auf TikTok, ja, ja. Ich hab da so viel gelesen. Irgendwie TikTok liebt Jerky, was ist da los? Krass, ja. Was ist Dörrfleisch? Und die Person unterschreibt selber was. Ja, Dörrfleisch. Ja, weil er Beef Jerky heißt, ne? Oder, ja, halt Jerky, ne? Und die Person unterschreibt. Beef Jerky. Und das ist ja, die deutsche Übersetzung ist Dörrfleisch, das ist einfach so getrocknetes Fleisch. Schreibt selber was. Yeah. Also luftgetrocknet oder hitzegetrocknet oder ausgetrocknet. Jerky, ey. Ich glaube, seine most iconic scenes kommen noch. Da willst du ja spoilern. Nein, ich spoiler gar nichts. Bisher habe ich nichts gespoilert. Most iconic scenes? Ja, der wird noch deine großen Moments bekommen ja noch alle erst. Aha. Ja. Boah, ich habe letztens nochmal Songs aus der Bohne, nicht Songs aus der Bohne, Ehrenmänner of the Galaxy mir angeguckt, wie jemand drauf reagiert. Selbst in Teil 2 war Captain Jerky ein komplett anderer Mensch als jetzt in den Hauptvideos. Die Stimme. So anders. Ja. Also so vom Vibe her ist Captain Jerky die Stimme. Wir haben die Rollen ja viel mehr vertieft. So. Mhm. Wir sind ja also viel mehr in Schauspiel drin, viel mehr in Screenwriting drin und so weiter. Aber ich finde es jetzt geiler. Ja, jetzt ist auch mehr ist auch getrennter von allem. Ja, er war damals mehr du von der Stimme her. Jetzt schon geiler. Ich bin Captain Jerky. Captain der ANUS-7. Warum nicht? Ja, aber es ist krass. Also ich bin auch, dass heutzutage die Stimmen so ein bisschen so, wie sagt man, immersiver sind und die Charaktere schon eher so eigenständiger sind als in der Vergangenheit. Hast du, er ist gefeiert. Sweet dreams are made of... Ja, kenne ich. Ja, eine schöne Stimme hat er auch. Boah, das ist alt. Boah, das ist so schief. Guck mal, gönn dir mal diese Stimme. Ja, aber scheinbar... Das war mir sehr Dönerbuden-Ali noch, Alter. Was für wilde Zeiten. Ich finde das nicht schief, keine Ahnung. Also... Vielleicht habe ich da auch einfach nicht das musikalische Gehör dafür, aber ich finde, das hört sich trotzdem strong an. Die Haare einfach, ja, alle Member von Tokyo Hotel. Oh, ich höre deine Stimme, was sagen denn die anderen? Er denkt auch Julian Bam. Ich finde, den Song gäbe es auf Spotify. Der Abschluss ist so cool. Aber das war eine geile Zeit. Ja, ich war auch damals im Publikum. Natürlich, du warst ja lautes. Das war eine coole Zeit, auch mit Victor und so. Wir haben viel Shit gemacht und das war das erste Mal so auf so einer Bühne vor so vielen Menschen. Da waren ja 15.000 Menschen. Aber war cool, ey. Hat Bock gemacht. Boah, was ist das für ein krasser 3D-Edit hier? Geil, irgendwer am Set hat dieses Video Ja, Wuplex. Der ist auch okay. Der hat mich kennengelernt jetzt beim Dreh, der war bei uns am Set, hat ein bisschen gefilmt, meint, oh, ich könnte Stuff machen. Ich so, ja, cool, mach mal. Und dann kam sowas raus. Das ist eine Line, wo ich einfach nur lach. Das ist das, was ich den ganzen Tag mach. Einfach so Mongoing-Gesang auf einmal. Das hört sich aber auch krass an. Ganzen kleinen Schalter und alles, oh mein Gott. Das Raumschiff ist ein auch, macht doch Bock zu filmen. Was kommt jetzt? Die unterschiedlichsten Seiten oder so? Achso, Reasons, okay, his Soft Side. Soft Side? Was ist Soft Side? Oh. Nö, hab ich nicht. Boah, es war ja überschnell, Junge. Mein Gehirn konnte nicht mal so schnell verarbeiten. Soft Side? Was ist Soft Side? Oh. Nö, hab ich nicht. Nee, die ist cool. Nee, das bin ich auch nicht. Ah, mit so einem
cute sogar. Krass. Das ist echt alles. Das ist einfach alles. Ey, das ist so ein Gesamtpaket, würde ich sagen. Das ist das schlimmste Video. Das kann ich hochladen. Alter. Und Bad. Oh, Bad ist auch doch. Mann. So, ich mach das weiter. Hör mal, Alter. Ich kann das ertrag das einfach nicht. Ich auch nicht. Nee, so einen perfekten Mensch. Das Maul. Warum guck ich mir das überhaupt noch an? I'm back. Boah, das war das, wo wir gehackt wurden. Oder? Boah, hör auf. Boah, das war ein Terror. Hier, das Video, in dem er über den Hack spricht. Das war eine heftige, brutale Zeit. Boah. Ich glaube, das Bild habe ich gesehen, das sah so heftig aus. Die ist so krass, ne? Das finde ich halt wirklich oberkrass. Also ne? Das Bild sieht überkrass, also wirklich. Das habe ich auch gesehen, das habe ich irgendwo auf Insta gesehen. Ich glaube, Ju hat es repostet gehabt. Guck dir dieses Bild an. So gut. Das erinnert mich an so alte Kinofilme, irgendwie, keine Ahnung. Ich war jetzt nicht so krass als Star Wars-Fan oder irgendwas, aber es erinnert mich an diese alten Star Wars-Filmplakate oder Indiana Jones oder was da alles gab. Die waren auch immer so, das ist richtiger Retro-Style. Stopp, guck dir das an. Das ist, wie krass ist das? Das ist so ein Surai-Art. Ey, ist heftig, ja. Hm. Vor allem dann auch so Kleinigkeiten, hinten ist der Osterhase, was sich da drin spiegelt. Ja, ist übel, wirklich. 10 von 10, heftiges Art, Alter. Ja, so, da ist, Mann im Mond mit Iris. Krass. Die Wächter hier, der Mann im Mond da unten wird zum Mond. Also das ist so viel, diese Bohnen hier drumherum. Hier nochmal, Mann im Mond, Iris, sein Gesicht. Das ist wirklich der Obershit. Ja, und dann hier noch die Zahn für so in Ketten. Junge, was geht hier überhaupt ab, Alter? Oh, heftig. Guck mal, der Kokon sogar, Babu ist auch hier. Da sogar die Mohnblumen hier. Boah, was mit dem passieren wird, mit dem Kokon. Ich hab direkt noch eins reingepackt, ja, okay, weil ich das auch so geil fand. Aber das ist auch sehr, sehr nice, finde ich. Vor allem Mann im Mond plus Star Wars. Boah, ja. Und jetzt? Das finde ich halt mega sick. Das ist so mit mein liebstes Bild. Boah, das ist so geil, ja. Curly ist auch da. Sieht auch richtig geil aus. Boah, krass. Hammer, ey. Wenn ich diese Bilder sehe, habe ich viel mehr Bock, das zu sehen irgendwie. Aber ich würde so oder so voll gerne noch so neue, andere Adventures sehen mit den drei Leuten oder auch mit Julia dann, als Miami Rose meine ich. Einfach auf den verschiedensten, fremdesten Planeten, irgendwo in den Fernen der Galaxien. Da könnte man noch so viele krasse Abenteuer machen. Kannst du viel machen. Das Potenzial ist halt da, aber die Möglichkeit leider nicht mehr halt. Ja, ja. Ich mache auch bald ein Edit über dich durch. Nee, mach mal Edit über Thomas. Ich bin überzeugt. Edit über Thomas, bitte. Nee. Da könnte ich schon nicht mit beschäftigen. Die haben da Besseres zu. Boah, es gibt so viele coole Videos. Bitte lass es sein. Ja, boah, und dann so gucken unangenehm. Wir uns die an, Alter. Nee, das ist hier doch kein Schwein. Wir gucken die uns Leute, mit ihr braucht Mark das gar nicht Foster nein, an. Nein. Das ist ein Fiebertraum, Alter. Das macht keinen Sinn. Mark Foster und Thomas Chip-Edits und dann... Ja, aber nur, wenn das wirklich mit Mark Foster und mir ist. Dann lohnt sich das ja nur, mit Mark Foster drauf zu reagieren. Der kommt ja eh nicht vorbei. Wir können ja nämlich sagen, wir sollen uns ein paar TikToks angucken. Da kommt mit Thomas Edits. YOLO. Ey, sehr, sehr geiles Video. Sehr unterhaltsam, hat übel Spaß gemacht, das zu schauen. Lasst Ju auf jeden Fall einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Wenn euch die Reaction gefallen hat, lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Sub auf Twitch. Würde mich sehr freuen.